Wie bekommt ihr eure Snapchat-Flammen wieder zurück, wenn ihr sie schon seit 1, 2 oder 3 Tagen verloren habt? Das Ganze funktioniert und ich zeige euch jetzt auch wie. Zunächst geht ihr mal auf Google und dann schreibt ihr Snapchat Support Strike rein. Dann drückt ihr Enter. Dann geht ihr gleich auch auf die erste Seite von Snapchat Support. Geht nach unten und hier steht, falls du der Meinung bist, dass ein Fehler vorliegt, gib uns Bescheid. Sprich, hier steht auch schon, was ist, wenn das Flammen-Emoji verschwunden ist, obwohl ich genau weiß, dass wir innerhalb von 24 Stunden Snaps geschickt haben. Hier ganz wichtig, ihr müsst auch manchmal irgendwo lügen und ich habe es auch schon ausprobiert, es wird gar nicht geprüft. So, dann kommen wir hier zu Kontaktiere uns. Sorry, gegenwärtig können wir nur auf Englisch gestellte Fragen beantworten. Dann geht ihr hier auf, meine Flammen sind verschwunden. Bla bla bla. Jetzt lädt das kurz. Hier kommt eigentlich gleich ein Formular. So, jetzt hat es geladen. Ihr schreibt jetzt hier einfach euren Nutzernamen rein, beziehungsweise ihr füllt das ganze Formular aus. Nutzername, E-Mail-Adresse, Handynummer, welches Gerät ihr habt. Nutzername, so Name eures Freundes. Wann dieses Problem ungefähr aufgetreten ist und wie viel Flammen ihr gehabt habt. Und dann sendet ihr das Ganze ab und ja, innerhalb ein paar Stunden werdet ihr dann eine E-Mail bekommen und am besten ist es, wenn ihr euch so lang ein paar Bilder hin und her schickt und dann werdet ihr auch schon sehen, dann sind die Flammen auf einmal wieder da. Das war's auch schon vom Video und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.